Im Konzertsaal ist. Ja, warum? Ich finde ihn aber nicht dort. Vielleicht weiß sein Diener Bescheid. Herr Andruschka. Ja, bitte. Haben Sie eine Ahnung, wo Ihr Herr ist? Mein Herr? Ja. Oben im Saal beim Konzert. Nein, dort ist er nicht. Nee, warum nicht? Das wissen wir eben nicht. Ach, das wissen Sie nicht. Also, wenn er nicht mehr im Saal ist, dann ist er bestimmt fortgegangen, nicht wahr? Ja, das weiß ich ohnehin. Wenn Sie es wissen, wozu fragen Sie mich da? Pardon. Sagen Sie, so dumm ist er doch nicht. Und ob? Graf Ogolenski hat erzählt, dass er ihm einmal durch seine Dummheit das Leben gerettet hat. Aha. Na, ich warte. Sie wären in Paris? Nein, ich bin im Flugzeug gekommen, um mit Ihnen zu sprechen. Ich bedauere, ich habe keine Zeit, ich muss ins Konzert. Ein Augenblick. Heute ist in Agio Sonntag das Urteil über einen meiner Leute gesprochen worden. Rankov. Sie wissen ja, nicht? Ja, ja. Es wird morgen vollstreckt. Nein, das werden Sie nicht tun. Aber, Herr Tremolier, Sie wissen doch, die Gesetze... Gab. Ist Ihnen vielleicht ein gewisser Cavallo bekannt? Die Schriftstück fand man bei seiner Verhaftung. Dürfte Sie vielleicht interessieren? Bitte?
dir gestern sah. Ja, bei uns wie bei Ihnen. Die Gesetze? Ja, so was schlagen Sie vor? Einen Tausch. Mann gegen Mann. Cavallo gegen Rankow. Einverstanden? Es bleibt mir nichts anderes übrig. Und nun versäumen Sie nicht Ihr Konzert. Danke, sehr lieb. Aber wir treffen uns dann. Ja. Es steht noch eine kleine Rechnung offen. Ich pflege pünktlich zu zahlen. Graf Okulinski ist jetzt da. So? Dort geht er. Aha. Sie stellen sich nicht nur dumm. Sie sind auch dumm, wenn Sie glauben, dass ich nicht bemerkt habe, wie Sie mich vorhin heimlich fotografiert haben. Ich Sie? Ja. Gute Entwicklung, mein Junge. Cosa comparti, Gal? Grisha, du bist so spät gekommen. Entschuldige, Liebling, ich hatte Dienst. Und jetzt hast du wieder nur das eine Liedchen gehört. Und das kennst du doch schon. Aber jedenfalls war es ein Riesenerfolg und den wollen wir feiern. Komm, gehen wir ein bisschen in die Bar. Gern. Ja? Wenig Zeit für mich haben. Nehmen wir doch Urlaub. Wir verreisen irgendwo hin. Es werden herrliche Tage sein. Ja, einige wenige Tage. Wie meinst du das? Aber dein Urlaub wird doch zu Ende gehen. Der Urlaub schon, aber nicht unsere Liebe. Neue Kreation. Süß, herr. Cocktail, Kosak und Nachtigall.
hast heute wieder so wunderbar gesungen. Und meinetwegen wirst du deine Bühnenlaufbahn aufgeben? Ja. Der Chef unserer Nachrichtenabteilung lobt Sie sehr. Danke, Exzellenz. Graf Obolenski war bisher sehr zufrieden mit mir. Ein sehr fähiger Kopf, dieser Obolenski. Mhm. Sie sehen so nett und durchaus nicht abenteuerlustig aus. Wieso kommt es, dass Sie sich einen so schweren und gefährlichen Beruf wie der Nachrichtendienst ist, gewählt haben? Mein Vater und mein Bruder starben im Krieg. Ich bin allein. Jedenfalls wünsche ich Ihnen sehr... Hallo. Ja? So. Na ja. Danke. Na ja, sehr wichtig. Kennen Sie Tremoljew? Ich habe eben ein Foto von ihm bekommen. Er soll hier sein. Hier? Exzellenz, man muss Graf Obolenski sofort verständigt. Du erzählst mir so wenig von deinem Leben. Da ist auch nicht viel zu erzählen. Soldat, Dienst, na, hier und da ein bisschen Krieg. Siehst du? Der da, der war Hornist in meiner Eskadron. Unser Marsch. Wir sind Reiter, sind stets zur Stelle, geht's auch zur Hölle, wir sind dabei. Wir sind Reiter, mit Haut und Haaren, suchen Gefahren, wo es auch sei, und packt ein Reiter. Wir sind Reiter, sind stets zur Stelle, geht's auch zur Hölle, wir sind dabei. Aus die Gras und Reiter steht zu Stahl und jeder blickt zur Fahne stolz hinauf. Eskadron, die letzte Instruktion, denkt an die alte Reitertradition. Wir sind Reiter, geht's nicht zur Stelle, geht auch zur Hölle, wir sind dabei. Ist gut. Eine unangenehme Nachricht? Nein, nein. Nur ein Herr, der nicht gelegentlich sprechen will. Ein Herr? Garçon? Ja, bitte. Bitte, wo sitzt diese Dame, die den Brief geschickt hat? Die Dame? Ja. Da drüben. Danke. Richard, warum liegst du? Schau, Vera, lass dir erklären. Was gibt's denn da noch zu erklären? Vera. Vera. Hast du denn gar kein Vertrauen zu mir? Soll diese Lappalie... Eine Lappalie nennst du das? Wenn eine fremde Frau dir Briefe schickt, die du mir nicht zeigen kannst? Ich kann nicht und ich darf es nicht. Du musst mir glauben. Na? Also diese Klinken, die sind in einem fürchterlichen Zustand. Für Sie werden wir einen Lautsprecher einbauen lassen, damit Sie besser horchen können. Was erlauben Sie sich eigentlich? Dummer Fratz. Du hast also Geheimnisse vor mir. Nein, aber ich kann darüber jetzt nicht sprechen. Schau, Vera. Hallo? Ja? Ja, ja, er ist hier. Es ist für dich. Danke. Hallo? Ja? Ja, ich komme. Gut. Vera, ich muss leider fort. Wohin? Dienst. Risha, gib mir den Brief. Ich habe ihn gar nicht mehr. Gut, dann geh. Sofort zur Gesandtschaft. Geh zu Sonja und sag ihr, sie soll auf mich warten. Also
aber doch wahr. Ja, 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 jetzt ist wahr. Moment bitte, was ist wahr? Ich hab doch mit eigenen Augen gesehen, wie du der blonden Dame eine Nachricht gebracht hast. Ich? Wie du leben kannst? Ich bitte, beherrsch dich. Ach, du glaubst, wir wissen nicht, dass dein Herr und die blonde Dame... Mein Herr und die blonde Dame? Erstaunlich. Androscha, warum bist du so dumm? Damit du mich nicht heiratest. Hier ist das zweite Telegramm. 30.000 Gewehre. Unbrauchbar. Und das, wo wir vielleicht am Vorabend eines Krieges stehen. Überdies droht die Gefahr, dass uns ungestande 500 Schnellfeuergeschütze wegschnappen. Exzellenz, dahinter kann nur Tremoljew stecken. 2 Jahre hat es gedauert, bis ich diesen Rankow gefasst habe. Und morgen müssen wir ihn freilassen. Die Sache mit den Schnellfeuergeschützen, der gestohlene Schifferschlüssel, alles Tremoljews Werk. Exzellenz, das muss ein Ende nehmen. So oder so. Vergessen Sie nicht, Graf Okolenski, dass wir uns auf neutralem Boden befinden. Exzellenz, ich werde nie die Interessen meines Landes vergessen. Und was schreiben die Herren von Adjosanta? Jai Bey, die Herren aus Adjosanta schreiben nicht sehr höflich. Was schreiben sie? Ein Moment, bitte. Die letzte Sendung sei vollkommen unbrauchbar. Die Gewehrverschlüsse fehlerhaft, verrostet. Aber es sind Gewehre. Sie verweigern die Übernahme. Sie verweigern die Übernahme? Na, die sind ja sehr mutig, diese Herren von Adjosanta. Kaufen Waffen ohne Geld und verweigern die Übernahme. Na, die sollen mich kennenlernen. Jaid Bey, Sie werden auch für die unbrauchbaren Gewehre eine brauchbare Verwendung finden. Ugestan wartet schon. Aber auch Ugestan wird die Waffen bei der Prüfung als unbrauchbar... Es ist doch schon vorgekommen, dass ein Dampfer, der Waffen und Sprengstoff an Bord führt, in die Luft flog. Sehr gut. Ja, das ist gut. Sehr gut. Die von Ugestan, die werden glauben, dass die von Adjosanta den Dampfer haben in die Luft fliegen lassen. Und die von Adjosanta, die werden sagen, sie wissen von nichts. Sehr gut, sehr gut. Misstrauen, Notenwechsel, drohende Kriegsgefahr. Und dann werden sie kommen. Beide. Und werden betteln um meine Schnellfeuergeschütze. Ich freue mich sehr, B-27 persönlich kennenzulernen. Ich dürfte Ihnen noch nicht ganz unbekannt sein, verehrte Gegnerin. Selbstverständlich nicht. Seit heute trage ich Ihr Bild an meinem Herzen. Oh Gott, so lieben Sie mich? So sehr fürchten wir Sie. Ich bekam heute Ihr Bild und man sagte mir, sehr geschickt, sehr hübsch und sehr gefährlich. Halten Sie mich jetzt auch noch für so gefährlich? Na doch. Denn je länger ich Sie kenne, desto besser gefallen Sie mir. Sehr gut getroffen. Wieso? Wie meinen Sie das? Ihr Bild? Auch erst heute bekommen. Meine Abteilung sagte mir, sehr geschickt. Aber nicht sehr gefährlich. Beinahe gefährlich. Also, auf gute Feindschaft. Und Andruscha hat mit dir gesprochen? Jawohl, mir Frau, ich habe es mit eigenen Augen gesehen. So. Thank you.
wissen, ich wünsche Sie nicht in Gesellschaft meiner Braut zu sehen. Ich finde Ihr Betragen unerhört. Graf Ogulenski, Sie werden von mir hören. Ich wusste gar nicht, dass Sie seine Braut sind. Ich bin weder seine Braut, noch hat er sonst irgendein Recht. Ich verstehe das Ganze nicht. Ach so. Abrechnung. Er oder ich? Sagen Sie mal, was ist denn da los? Ah, ich kann mir schon denken, was da los ist. Hast du nicht den Pistolenkasten gesehen? Zimmer 17. Bitte sehr, jawohl. Ja, ist das Zimmer 213? Herr Doktor? Ja, hier Portier. Auf Zimmer 17 wird ein Arzt verlangt. Ich bitte, wenn Herr Doktor sofort hinkommen könnten. Ja, eine Dame. Die berühmte Sängerin, die bei uns wohnt. Sehr liebenswürdig, Herr Doktor. Was ist denn eigentlich passiert? Naja, sie hat halt die Zeitung gelesen. Gnädige Frau, der Arzt. Ja, ja. Dr. Hammersfeld. Guten Tag, Herr Doktor. Mir ein großes Vergnügen, die berühmte Sängerin kennenzulernen. Es ist aus, Herr Doktor. Ich kann nicht mehr singen. Aber gnädige Frau. Na ja, eine Nachricht, die mich so sehr erschüttert hat. Ja, meine Stimme ist weg. Es kommt vor, dass bei seelischen Erregungen... Aber glauben Sie mir, das geht so schnell vorüber, wie es gekommen ist. Nein, das geht nicht mehr vorüber. Meine Stimme. Ich kann nicht mehr singen. Na, versuchen Sie es mal. Ich kann nicht wirklich. Na. Ah. Na? Ah. Bitte. Ah. Na also, zu dieser Stimme brauchen Sie keinen Arzt. Aber lassen Sie mal sehen. Bitte, A. Nein, seien Sie ganz beruhigt, gnädige Frau. Das ist alles in Ordnung. Aber Sie erlauben wohl, dass ich mich noch einmal nach Ihnen erkundige. Ich danke, Herr Doktor. Exzellenz, die Duellaffäre macht es erforderlich, dass ich offiziell meinen Dienst quittiere. Das wird wohl notwendig sein. Was sagen Sie dazu? Ich freue mich. So. Ja, Sie wollen noch von der Bühne weg, weil Sie heiraten. Jetzt, ich habe so viele Angebote. Ach, ich trete nie mehr auf. Was? Es ist doch ausgeschlossen. Die Athena-Oper bereits dreimal telegrafiert. Das Norma-Gastspiel können wir unmöglich absagen. Meinetwegen, die Oper werde ich noch singen. Und das Konzert? Das sagen Sie ab. Meine Rechnung bitte, ja? Ich reise ab. Na? Wie ist denn die gestrige Aufnahme gelungen? Leider. Schlecht getroffen. Umso besser sind Sie getroffen.
Frau Starschetka. Die gnädige Frau ist ausgegangen. So? Danke. Herr Doktor, es wird Zeit, dass wir ins Hotel zurückkehren. Jetzt schon? Wer? Oh, darf ich vorstellen, Dr. Hammersfeld, Graf Ogolenski. Vera, ich muss dich sprechen. Verzeihung, ich will nicht stören. Oh, bitte nein. Wer ist der Mann? Ein guter Freund. Vera, ich kann nicht dulden, dass du anderen Männer... Du hast gar kein Recht dazu. Oh, doch. Wir heiraten doch in 14 Tagen. Du irrst dich, mein Lieber. Nein, ich irre mich nicht. Duellieren wegen einer anderen Frau. Aber wir werden uns schon revanchieren, da werdet ihr staunen. Och, wir können doch 100 andere Männer haben. 100 andere? Ja. Auch mit denen werden wir fertig. Wieso? Naja, wenn mein Herr auf jemanden eifersüchtig wird, der ist erledigt. Was? Wer ist erledigt? Der Kienhäusl. Mich? Nein, nein. Also in Smyrna sitzt mein Herr im Kaffeehaus. Am Nebentisch eine junge Dame mit einem Herrn. 3 Tage später war der Mann verschwunden. Was? Ja? Ausradiert. Weggeputzt. Und dabei hat mein Herr die Dame nicht einmal gekannt. Ist ja unglaublich. Stimmt. Stimmt. Auch Sie, Herr Kienhäusl, sollen sich ein bisschen in Acht nehmen. Ich? Wieso? Ja, Sie glauben, ich habe nicht gesehen, wie Frau Vera Ihnen zugelächelt hat? Wie? Noch ein so ein Lächler. Und Sie sind? Ausradiert. Weggeputzt. Ja. Aber ich lächle doch nur geschäftlich, ach, nicht privat. Exzellenz, die Angelegenheit Jachid bei... wird mir in der nächsten Zeit keine freie Stunde lassen. Nun? Ich bitte um Urlaub für B27. Die Herren vom Nachrichtendienst sprechen immer in Rätseln. Mein Privatleben droht in die Brüche zu gehen. Es tut mir aber leid. Was machen wir denn da? Wir übergeben mein Privatleben B27. Verreisen. Athen? Ja. Chait B., der Tabakhändler aus Athen. Ja, woher wissen Sie das? Ein bisschen Kombination. Ja, Sonja, ich hätte eine große Bitte an Sie. Nur ich weiß nicht, wie soll ich es Ihnen sagen? Ich soll Ihre Braut nicht aus den Augen lassen, nicht wahr? Ich soll Ihnen immer ganz genau berichten, in wessen Gesellschaft sie sich befindet. Stimmt das? Ja. Ja, wie haben Sie das erraten? Ein bisschen Kombination. Thank you.
Eine Urlaubsreise. Dann muss ich wieder zurück in mein Negerdorf. Ist es nicht schrecklich einsam dort unten? Och nein, doch nicht. Dieses Land hat seinen eigenen Zauber. So eine Fahrt auf dem Nil zum Beispiel ist unbeschreiblich schön. Eine Fahrt auf dem Nil? Das könnte mich reizen. Na, dann kommen Sie doch mit, gnädige Frau. Am Nilufer sind sie mir in einer Barke entwischt. Ja, ich weiß aber bereits, dass die Barke heute Abend in Abukesch anlegt. No, eine knappe Autostunde. Es wäre schon am besten, wenn sie sofort abreisen. Ich bin schon mit Zwergen gereist, mit einer Kannibalentruppe. Ich habe Löwen dressiert, aber das Schlimmste ist eine Sängerin. Ja, sie wird schon kommen, nur keine Aufregung. Keine Aufregung, zahlen Sie die Kommissionalstrafe in Athen? Also. Haben Sie was gehört? Wo ist sie? Am Nil. Nil? Was will sie bei den Krokodilen? Rufen Sie die Garage an. Mein Wagen. Thank you.
sicher, dass es die Frau ist, deren wegen Graf Ogolenski sich duelliert hat? Ja. Dann ist es doch doppelt unbegreiflich, dass sie uns verfolgt. Nicht wahr? Es ist mir ganz unverständlich. Mr. Doktor, bitte kommen. Weißer Mann krank, todkrank. Weißer Mann ganz groß krank. Ein Kranker? Wo ist er? Ganz nahe, ganz groß nahe. Tja, ein Kranker, dann ist es wohl meine Pflicht. Verzeihen Sie, Frau Vera, ich bin bald wieder da. Also, Sie sind der Kranke, zu dem ich gerufen wurde. Dr. Hammersfeld, ich habe mit Ihnen zu sprechen. Jetzt sind die Koffer gepackt, nur stehen wir da und warten. Was kann ich dafür? Was wollen Sie von mir? Schreien Sie mich nicht so an, ja? Wer schreit? Sie schreien. Soll ich Sie auch nerven? Ach, wir wären längst in Athen, wenn Sie nicht immer alles durcheinander brächten. Wer bringt durcheinander? Sie. Ich bringe durcheinander. Kommen Sie schon. Ach, was sind Sie hier? Was haben Sie denn? Sofort ins Auto. Nieder die Koffer, wir gehen gleich an Bord. Frau Vera, Sie sind viel zu freundlich zu mir. Wie meinen Sie das? Ich meine, Sie können ja nett zu mir sein, wenn wir allein sind. Aber wenn wir in Gesellschaft sind, ich beschwöre Sie, ich flehe Sie an, beschimpfen Sie mich, schreien Sie mit mir. Ja, warum denn? Ogolenski, der hat einen Schwur getan. Jeder, der sich hier nähert, Ogolenski, radiert ihn einfach aus. Schauen Sie, ich bin noch so jung und knusprig. Ich will auch nicht ausradiert werden. Bitte, lachen Sie nicht. Jeden Moment kann so ein Radiergummi hereinkommen. Wie kommen Sie nur auf diese Idee? Bitte, wo ist Hammersfeld? Plötzlich abgerufen. Sie haben 6:10 ins Hotel abgerufen worden. Ist das so? Haben Sie ihn gesehen? Ausradiert ist er. Aber Sie glauben doch, ach, das ist doch unmöglich. Ich sage Ihnen, ausradiert, weggeputzt. Dr. Hammersfeld möchte die gnädige Frau. Hammersfeld persönlich oder seine Hinterbliebenen? Bitte schön, Herr Doktor. Guten Tag, Sie wissen gar nicht, wie ich mich freue, Sie zu sehen. Wie kommen Sie auf unser Schiff? In letzter Minute. Hoffentlich sind Sie nicht unangenehm überrascht. Aber im Gegenteil. Wollen wir nicht ein bisschen spazieren gehen? Ja, gnädige Frau. Schön. Tag, Herr Kinder. Na, Kienhäusl, was sagen Sie jetzt? Was ich sage? Jetzt beginnt mir die Sache erst recht unheimlich zu werden. Wieder. Also werfen Sie auf die 5. Jetzt nochmal. Ob Sie Ogolenski berichten wird, dass ich hier mit Ihnen sitze? Fürchten Sie es? Nein, ich hoffe es. Mein Fräulein. Mein Herr. Ach, Moment bitte, ja, ich...
wollte Sie nur etwas fragen. Sie waren doch in Monte Carlo, nicht wahr? Ja, das weiß ich ganz genau. Sie waren auch in Kairo. Ja. Ja, weiß ich ganz genau. Ich wollte nämlich immer Ihre Bekanntschaft machen. Meine Bekanntschaft? Ja. Wieso? Ach so, nein, ich meine von Frau Starschenska. Wollte ich die Bekanntschaft machen. Ich bin nämlich Maler. Ich wollte Sie gerne malen. Darum wollte ich Sie vielleicht bitten, ob Sie sofortig sind und mich vielleicht anmelden wollten. Soll das ein kleines Bild sein? Nein, wieso? Ach, ganz großes Bild, vollkommen groß. Großes Bild für so einen kleinen Schein? Wieso? Ja, die sind nicht größer. Tut mir leid. Mein Herr, da sind Sie aber nicht im Bilde. Ich bin nicht im Bilde, wieso ich? Ach so, Sie meinen, oh Gott, ich meine. Bitte schön. Einen Moment in meine Kabine, Doktor. Sie haben mich in Ihre Kabine gebeten, damit diese rätselhafte Dame da draußen es sehen soll, nicht wahr? Ja. Grafen Golenski soll es erfahren und eifersüchtig werden, nicht wahr? Vielleicht. Ja, ich muss Sie leider enttäuschen, gnädige Frau. Auf mich ist Grafen Golenski nicht mehr eifersüchtig. Wir haben uns ausgesprochen. Ich finde ihn sehr sympathisch. Sie haben sogar Brüderschaft getrunken und sind Freunde geworden. Das ist doch nicht möglich. Doch. Er hat mir seine Schiffskarte gegeben und mich gebeten, Ihnen ein angenehmer Reisebegleiter zu sein. Also ein Komplott? Er hat sich über mich lustig gemacht. Bitte verlassen Sie meine Kabine. Aber gnädige Frau. Bitte. Wie kann eine so kluge Frau solche Dummheiten machen? Gnädige Frau, draußen ist ein junger Mann, ein Herr Schrimp, der Sie gerne malen möchte. Ich habe jetzt keine Lust. Ach, nee, Frau, wollen Sie nicht wenigstens mal mit ihm sprechen? Nein. Ach Gott, die Frau, da muss ich ihm ja die 200 Drachmen wieder zurückgeben, die er mir geschenkt hat. Na, wein doch nicht gleich. Er soll kommen. Dankeschön, die Frau. Bitteschön. Oh, vielen herzlichen Dank. Oh, nee, Frau, gestatten Sie Schrimp. Einfach Schrimp. Ich bin nur hierher gekommen und weil ich so glücklich bin, Ihre Bekanntschaft zu machen, liebe Frau. Bitte nehmen Sie Platz. Muss reizen, Frau. Ich habe nämlich einen ganz großen Wunsch, Frau. Ich wollte nur ein Porträt von der lieben Frau machen. Ach so. Wie? Also Sie meinen vielleicht, dass Gottmann könnte ja immerhin vielleicht nochmal wiederkommen. Sie kommen wie gerufen. Haben Sie Zeit? Für Sie immer, gnädige Frau. Sehr gut. Würden Sie mich begleiten? Aber selbstverständlich, gnädige Frau. Ich meine, zum Lunch, zum Dinner. Aber Frau, das ist ganz gleich. Ich begleite Sie durchs ganze Schiff, wenn Sie wollen, bis auf zum Mast. Aber wenn wir allein sind, dann müssen Sie schweigen. Einverstanden? Warum reden Sie nicht? Weil wir allein sind. Ausgezeichnet. Also hören Sie, zunächst fahren wir nach Athen. Auf dem blauen Meer. Von hier aus können Sie meine Yacht sehen. Sie reden und reden, Schrimp. Ja. Was soll man denn tun in Athen? Schweigen, wenn man nicht singen kann. Graf Obolenski, ich lasse bitten. Es ist mir eine große Ehre, Graf Golenski, Sie in meinem Hause begrüßen zu dürfen. Bitte. Was führt Sie zu mir, Graf Golenski?
Jaffe bei. Es ist uns bekannt, dass Sie auch mit Ugestan wegen der Schnellfeuergeschütze verhandeln. Nein, Graf Ugolenski, ich verhandle mit Ugestan wegen einer Tabaklieferung. Ich bin Tabakhändler. Ach, lassen Sie diese Komödie. Ugestan darf die Schnellfeuergeschütze nicht bekommen. Ugestan bekommt nur Tabak. Zum Donner, da hören Sie endlich auf mit dem Tabak. Sie sind nervös, Graf Ugolenski. Wollen wir das Mikrofon nicht lieber abstellen? Es ist schwer mit den Herren von Adjosanta. Sie sind so wählerisch. Jetzt hat man mir Gewehre zurückgewiesen. Die Gewehre waren unbrauchbar. Oh, man hätte sie reparieren können. Na, das wäre endgültig erledigt. Aber was ist denn mit den Schnellfeuergeschützen? Nehmen Sie unser Angebot an? Ich muss die Sicherheiten prüfen. Jahid Bey, ich glaube, Sie treiben ein doppeltes Spiel. Merkwürdig. Sie lesen den Faust? Ein interessantes Buch. Und ein kleiner Tabakhändler muss sich bilden. Na, ob Sie in Faust gerade viel über Tabak finden werden, möchte ich bezweifeln. Es war mir eine große Ehre, Herr Graf. Wie sieht's? Ein großes Flugzeug wäre halt schön. Warum? Wollen Sie wegfliegen? Nein, aber das Ventilator möchte ich mit mir herumtragen. Stellen Sie doch den Ventilator ein. Ach, ich habe mir noch die heiße Luft da ins Gesicht blasen lassen. Ja, hier ist es Ihnen zu heiß. In Norwegen war es Ihnen wieder zu kalt. Ja, man müsste eben wieder mal in einer Oper mit einer mittleren Temperatur gastieren. Aber ich zahle dann wieder mittlere Gagen. Wissen Sie schon? Nee, was denn? Ach, nichts. Na, erzählen Sie doch schon. Ja, ne. Sie wissen doch, dass unsere Vera nicht besonders singt, wenn Ugolenski nicht dabei ist. Na, und wie wird sie erst singen, wenn sie sieht, dass die Sonja im Theater sitzt? Sonja? Ja, die sitzt da drin in der Loge. Sie darf es nicht wissen. Kein Wort von Sonja. Ach, Sonja, die existiert doch überhaupt nicht. Ugolenski. Naja. Von Ugolenski. Sonst steht keiner weiß wieder. Er ist mir also doch nachgereist. Er ist bestimmt im Theater. Du freust dich gar nicht. Doch, doch, freue ich mich. Natürlich freue ich mich. Aber... Du, was hast du? Ach, was ist denn? Sie ist auch im Theater. Sonja, die Braut. Ach, hätte ich doch bloß nichts gesagt. Gnädige Frau, bitte Ihr Auftritt. Ja? So, das geht ins Hirnschwing. Dem Maler? Ja. Haben Sie sich das auch gut überlegt, gnädige Frau? Nein! Ja. Sie haben ein Loch getratscht. Tratscht? Ist mir einfach so rausgerutscht. Was rausgerutscht? Ich habe Ihnen doch gesagt, aber das hätte ich ja wissen können. Da geht's rein, da geht's raus. Nein, da geht's raus, das weiß ich ganz egal. Fleckchen! Wir sind in der Welt.
Zu sagen? Dass ich dich liebe. Ist das alles? Und dass wir in 12 Tagen heiraten werden. Du und Sonja? Nein, du und ich. Ich mache in den nächsten Tagen eine Mittelmeerreise. Ach so, mit Mr. Schrimp? Jawohl. Es tut mir leid, dass ich diesem harmlosen, netten Jungen Unannehmlichkeiten bereiten muss. Soll das eine Drohung sein? Nein. Eine Liebeserklärung. Vera, wozu diese Komödie? Versprichst du mir, dass du sie nie mehr wiedersehen wirst? Das kann ich nicht. Ich kann dir das auch nicht erklären. Ogolenski hat Liebeskummer. Nichts als Liebeskummer. Nur deshalb ist er hier in Athen. Sie sind gut unterrichtet, Scheidbe. Die Nachrichten kommen zu mir ganz von selbst. Die eine von hier, die andere von da. Ich tue gar nichts dazu. So, dann geht's Ihnen so wie mir. Ich habe auch ganz durch Zufall erfahren, dass Ogolenski heute bei Ihnen war. Na, was wollte er? Sie wissen, ich bin ein kleiner Tabakhändler. Und Adjo Sonta braucht Tabak. Viel Tabak. Tabak ist jetzt knapp. Starker Tabak, den Sie mir da vorqualmen, Scheid B. Also, Adjusanta interessiert sich für die Schnellfeuergeschütze. Ein wenig. Ach, Sie verhandeln nach beiden Seiten. Das ist ja unglaublich. Nehmen Sie unser Angebot an? Ja oder nein? Ich muss die Sicherheiten prüfen und dann ist der Preis, den Sie bieten, indiskutabel. Aber reden Sie doch nicht! Niemand bietet Ihnen mehr. Auch Adjusanta nicht. Warum sind Sie denn so aufgeregt? Kommen Sie, nehmen Sie eine Beruhigungszigarre. Was führt Sie zu mir, Graf Ogolenski? Mein Gespräch mit Ogolenski. Es ist uns bekannt, dass Sie auch mit Ugestan wegen der Schnellfeuergeschütze verhandeln. Nein, Graf Ogolenski, ich verhandle mit Ugestan wegen einer Tabaklieferung. Ich bin Tabakhändler. Lassen Sie diese Komödie. Ugestan darf die Schnellfeuergeschütze nicht bekommen. Ugestan bekommt nur Tabak. Zum Donner, da hören Sie endlich auf mit Ihrem Tabak. Sie sind nervös, Graf Ogolenski. Wollen wir das Mikrofon nicht lieber abschneiden? Ugestan darf die Schnellfeuergeschütze nicht bekommen, sagte Graf Ogolenski. Das haben Sie doch selber gehört. Na, was suchen Sie denn? Das Mikrofon. Sie nehmen doch zweifellos auch unsere Unterredung auf. Aber was fällt Ihnen denn ein? Sie kränken mich ja. Ogolenski hat scheinbar schärfere Augen als ich. Ich kann Ihren verdammten Spion nicht finden. Nun, Herr von Tremoljew. Wir zahlen Ihnen für die Geschütze, was Sie verlangen. Sehen Sie, das habe ich erwartet. Übrigens habe ich eine Überraschung für Sie. 30.000 Gewehre. Funkelnagelneue Gewehre. Wann können Sie liefern? Sofort, wenn Sie wollen. Adjusonda würde mir zwar mehr bieten, aber Ugestan steht mir näher.
Hallo, hallo. Büro J.B.? Non, monsieur, Monsieur J.B. n'est pas là. Déjà fermé. Garçon? Sehen Sie nach, ob draußen nicht ein blauer Wagen steht. Wenn ja, führen Sie den Herrn sofort zu mir. Sehr schöne Frau. Wer ist das? Vera Starschenska, die Sängerin. Schön. Ja. Hallo, Jacob! Wie lange! Wie süßes! Ja, freust du dich denn nicht, mich wiederzusehen? Ja. Sprich kein Wort, so lange haben wir uns nicht gesehen. Nun hast du dein kleines Lumpeli wieder. Verzeihung. Ist das nicht schön? Du schau ich aus. Gefällt es dir noch, ja? Ja, aber ich... Das Kleid gut, ja? Ja, du, unabgenommen, aber schlank geworden, finde ich. Ist das nicht schön? Ja. Aber was? Oh, bist du dick geworden? Wie kann man denn bloß so dick werden? Und seit wann rasierst du dich denn? Wieso, ich rasiere mich doch immer. Aber nein, du hast doch immer einen so schönen Bart getragen. Nein, ich habe nie... Doch, ach, das Haar ist ganz anders. Aber was ist denn das? Nee, Frau, liegt da nicht vielleicht möglicherweise doch ein Irrtum vor? Ach nein, du bist doch Fred Pedersen. Moment, wer bin ich? Fred Pedersen? Nein, Schrimp. Wer sind Sie? Schrimp. Schrimp? Ja, Schrimp. Und Sie getrauen sich, eine wildfremde Dame auf offener Straße abzuküssen? Aber... Wollen Sie denn solche Manieren erlernen? Sie... Ach, schämen Sie sich, ja? Ja. Ist er das? Natürlich, rasch. Ja, bitte bringen Sie die beiden Körbe auf meine Yacht, ja? Sehr freundlich, vielen herzlichen Dank. Fred Pedersen. Wieso denn schon wieder Fred Pedersen? Mein Name ist Schrimp. Haben Sie einen Ausweis, Pass oder... Nein, warum? Polizei. Oh, was wollen Sie denn von mir? Ich habe doch gar nichts begangen. Was? Ich... Aha, da haben wir den. Wen? Pedersen. Oh, mein Herr, ich heiße Schrimp, da muss ein Irrtum vorliegen. Ich habe doch gar keinen Pass in meiner Tasche gehabt. Dann wurde ich geflogen. Ja, machen Sie keine Geschichten, kommen Sie nur mit. Oh, da steht doch mein Wagen drauf. Morgen ich... Was machen Sie denn da, B27? Meine Sache. Ja, was haben Sie diesen harmlosen Jungen in die Tasche gezaubert? Oh, einen wunderschönen Pass. So. Er wollte mit Vera Staschenska eine Mittelmeerreise unternehmen, auf seiner Privatjacht. Das passte uns nicht. Wem uns? Obolensky. Ja. Jetzt haben wir ihn eben einen Tag lang auf Eis gesetzt. Morgen kommt er doch wieder frei. Das Ganze passt mir aber nicht. Na nu, was sind Sie jetzt wieder dran? Ich hätte mir gewünscht, dass eine Frau wie Sie so... Aber drei Molle. Komplimente. Vergessen Sie doch nicht, wir sind Feinde. Ja. Das passt mir eben nicht. Es wird sich aber vorläufig nicht ändern lassen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Guten Tag, wer? Ach, du wartest wohl auf Schrimm. Der wird aber nicht kommen. Man hat ihn verhaftet. Das ist dein Werk. Errat. Das ist aber unerhört. Ist es wirklich so unerhört? Vera. Wir reisen ab. Aber die Frau, wohin denn? Nach Kairo. Ich reise nach Kairo. Aber Ihre Anwesenheit wäre hier doch sehr notwendig. Sie hören doch, ich reise nach Kairo! Schreiben Sie an Agiti. Verladet Sendung G, sofort Dampfer Euphorion. Und dann, wenn Tremuljew die Sendung angenommen hat, dann will ich sofort benachrichtigt werden. Und was wird mit dem Dampfer, Said B?
Friedberg. Guten Abend, Chef. Guten Abend. Was ist denn los mit Ihnen? Sie riechen ja nach Alkohol 10 Kilometer gegen den Wind. Stimmt auch, Alt. Ich habe 18 Glas Whisky mit dem Mat vom Dampfer Euphorion getrunken. Hat sich aber gelohnt. Eine Sendung Tabak von Jahid B. wird verlagen. Tabak? Euphorion. Dampfer Euphorion. Nicht. Deswegen wird doch der alte Kasten nicht in die Luft fliegen. Nee, aber seit gestern ist es verboten. Also, wo sind die Listen? Ja, bitte. Sie haben neue Mannschaft angeheuert. Ja, gestern. Zwei Mann, ganz tüchtige Leute. Ich möchte die beiden sehen. Gerne. Fletcher! Hallo? Zum Kämpfen? Ja, ja. Nun, wo ist der andere? Zum Teufel nochmal. Fletcher ist schon kommen. Wo bleibt er denn? Ja, ja, ich suche ihn ja schon. Leskia! Hallo! Leskia! Na, was ist? Wo ist der Kerl? Nirgends zu finden. Ich möchte gerne, dass Frau Starschenska in Kairo ein Konzert gibt. Na, eine schwere Sache. Sie will nämlich nicht singen. Ich kann Ihnen das nicht so erklären. Ich würde eine gewisse Summe garantieren. Naja, 100 englische Pfund, das wäre halt so unsere Taxe. Hä? Hat eine Stimme, was? Die Sache wird diskutabel. Ich werde mal mit Frau Starschenska sprechen. Auf Wiedersehen. Wir haben einen grandiosen Erfolg gehabt in Athen. Wir haben schon gelesen. Oh. Danke, Herr Direktor, wenn wir hier zufällig ein Konzert geben wollten, wäre der Saal frei. Gewiss, selbstverständlich. Nein, 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 Kinoisel, ich singe nicht mehr. Ich habe Sie doch so gebeten, Ehefrau. Verzeihung, bitte. Tja, wenn Sie wirklich so großen Wert drauflegen, dann singe ich's. Ich bin entzückt. Vera, vergiss nicht. Schau, Vera, ich bin hier. Ich freue mich, Sie zu sehen, Graf Obolensky. Jahid Bey, wenn Sie es wagen, Frau Starschenska zu belästigen. Aber lieber Graf, die Dame interessiert sich für meinen Beruf. Wir sprechen nur von Tabak. Ich glaube, Ihr Tabak wird bald in Rauch aufgehen. Wir sind mit dem Flugzeug angekommen. Ach, und wir haben ja einen Erfolg in Athen. So, so. Und Verehrer haben wir gehabt? Ja, gehabt. Dr. Hammersfeld. Na, aber der ist ja Gott sei Dank verschwunden.
Und der Maler Schrimp? Weg, ausradiert, weggeputzt. Na wenn schon, dafür haben wir jetzt einen reichen Levantiner. Ah, ich weiß, Scheid B. Für den werden wir auch noch einen Radiergummi finden. Sind die Gewehre, die wir als unbrauchbar abgelehnt hatten und die er jetzt den Tremoljew angedreht hat. Woher wissen Sie das? Ich bin doch selbst überzeugt. Wieso? Ich war auf dem Dampfer. Auf dem Dampf? Wie haben Sie denn das geschafft? Nur, das war gar nicht so schwer. Es gibt Dinge, die mir viel mehr Kopfzerbrechen machen. Vera? Glauben Sie, dass er zum Konzert kommen wird? Bestimmt. Wen meinen Sie eigentlich? Aber Graf Ogolenski natürlich. Ogolenski? Der kommt ganz bestimmt. Wenn ich lieber, lieber, wem werde ich meine Liebe geben? Herr Scheidt, seien Sie mir nicht böse. Aber es stört mich, wenn ich Zuhörer bei der Probe habe. Aber heute Abend werde ich auch Ihr einziger Zuhörer sein. Wieso? Ich habe mir erlaubt, sämtliche Karten zum heutigen Konzert aufzukaufen. Ein Tag gleicht ja doch genau den anderen Tagen und jeder neue. Ich kann nicht. Jetzt wieder los! Ja. Frau Vera, was haben Sie denn? Was ist denn los? Was meinen Sie jetzt, wegen Ogolenski oder wegen Schachelbei? Hey, Frau, was ist denn? Frau Staschenska ist ein bisschen nervös. Oh, ich bin mir nicht bewusst, Sie gekränkt zu haben, Ehefrau. Und hat ein heiterer Zug, dann lässt er nicht mal los, bevor man fühlt, ist einsam. Wir sind weiter, sind stets zur Stelle, geht's auch zur Hölle, wir sind dabei. Wir sind weiter, mit Haut und Haaren suchen. Merken Sie nicht, dass Sie die Probe stören? Jachidwei, merken Sie nicht, dass Sie das nichts angeht? Ich bin nämlich der Veranstalter des heutigen Konzerts. Ach so. Da kann ich Ihnen gleich mitteilen, dass das heutige Konzert nicht stattfindet. Das Konzert ist doch ausverkauft. Vera wird nicht singen. Graf Ogolenski hat mir nichts zu verbieten. Verbleiben Sie doch, das hat doch keinen Sinn. Ich wiederhole Ihnen, Graf Ogolenski, ich bin der Veranstalter des Konzerts. Und ich möchte Ihnen einen guten Rat geben. Bitte? Veranstalten Sie keine Konzerte. Befassen Sie sich lieber mit Tabak. Nur mit Tabak. Lieber Graf, ich wollte... Wir sind Reiter, sind stets zur Stelle, geht's auch zur Hölle, wir sind dabei. Wir sind Reiter, mit Haut und Haaren, suchen Gefahren, wo es auch sein mag, ein Reiter. Das hat Scheibe geschrieben. Ja? Drei. Drei. Ja?
Schwung. So. Scheit. Wir sind fertig. Ja. Also, der Dampfer Euphorion soll um 10 Uhr nachts gesprengt werden. Zwei Matrosen, Jack und Bavier, sollen den Plan Jackets ausführen. Hm. Das hast du gut gemacht, Andrusche. Ja, ich verstehe das Ganze nicht. Tremoljew hat die unbrauchbaren Gewehre übernommen. Und damit die von Ugestan jetzt nicht merken, wofür sie das viele Geld ausgegeben haben, Dampfer in die Luft fliegen. Ach so. Ja, ist Tremoljew auf dem Schiff? Ja. Und was werden Sie tun? Nichts. Nichts? Nichts? Es liegt im Interesse unseres Landes, dass Menschen wie Tremoljew einfach... Es liegt im Interesse unseres Landes, dass ahnungslose Menschen einen furchtbaren Tod finden? Ja. Nein. Das darf nicht sein. Sonja, Ihnen geht's um Tremoljew, was? Ja, um Tremoljew. Auch um Tremoljew. Ja, wo Tremoljew oder ein anderer Gregor ist, handelt sich doch um Menschenleben, die da zugrunde gehen. Andrusha. Bitte. Telegramm an Tremoljew. Ja. Anfliege. Anfliege. Dampfer. Euphorion. Anfliege Dampfer Euphorion gegen 9 Uhr abends, Ogolenski. 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 Was soll das bedeuten? Diesmal nur ein freundschaftlicher Besuch. Und R12 haben Sie auch mitgebracht? Sie werden sich wundern, Tremoljew. Wir haben ganz lustige Nachrichten für Sie. Ja, kommen Sie. Tremoljew, wir haben keine Zeit zu verlieren. Das ist ja eine beispiellose Schurkerei. Ja, warum kaufen Sie Waffen von Jackie Bay, ohne mich vorher zu fragen? Haben Sie zwei Matrosen namens Jack und Bavier an Bord? Ja. Lassen Sie die beiden sofort herführen. Ogolenski, wenn es sich herausstellt, dass der Dampfer Euphorion in die Luft gehen sollte, nicht wahr? Es ist so, Tremoljew. Sie werden sich selbst überzeugen. Ogolenski, Sie sind hierher gekommen, mich zu warnen?
Das vergesse ich Ihnen nie. Vor einem Zuhörer singe ich nicht. Aber Charles Bell will doch einen Scheck gegeben. Was soll mit den 1000 Pfund werden? Die geben Sie zurück. Was? 1000 Pfund zurückgeben? Ha, da esse ich den Scheck lieber auf. Machen Sie, was Sie wollen, aber gehen Sie jetzt. Gut, ich gehe. Ich bin sehr traurig. Warum wollen Sie nicht singen? Schließlich habe ich doch bezahlt. Lassen Sie mich in Ruhe. Nein, Sie müssen mit mir kommen. Wir wollen verreisen, wohin Sie wollen. Sie brauchen nur zu befehlen. Alles steht Ihnen zur Verfügung. Richard. Das ist der dritte Mann, den ich aus deinem Leben entferne. Der vierte bin ich. Was wirst du damit sagen? Dass ich erkannt habe, wie wenig dir meine Liebe bedeutet. Und nun zu Ihnen, Jahid Bey. Die Abrechnung mit diesem Herrn überlassen Sie mir, Ogulinski. Ich habe zwar nur einen heilen Arm, doch der dürfte für Sie genügen. Tremoljew, Jahid Bey gehört mir. Aber lassen Sie doch. Hindu! Jahid Bey, Sie können doch gut rechnen. Da werden Sie sich ausrechnen können, wie viele Jahre Zuchthaus Ihnen die Affäre mit dem Dampfer Euphorion einbringen wird. Ich freue mich sehr, dass Sie meiner Einladung gefolgt sind. Ihr Erscheinen an meinem heutigen Abend ist jedenfalls ein guter Anfang für die Besserung der Beziehungen zwischen Ihrem und meinem Vaterland. Und diese Wandlung ist Ihr Werk. Nein, es ist das Verdienst des Grafen Ogulinski. Oh. So genau genommen verdanken wir unsere Freundschaft Zeit bei. Haben Sie dem Grischer nicht sehr unrecht getan, Frau Vera? Nicht nur Grischer, auch Ihnen. Ach was, das habe ich längst vergessen. Wenn ich nur wüsste, wie ich es Grischer am besten sage. Unser Star, ich wollte sagen, unsere Nachtigall, muss doch etwas sehen. Sehr gern. Nun? Ich möchte Ihnen etwas sagen. Ja, ich weiß. Sie wollen mir einen Heiratsantrag machen. Was würden Sie darauf antworten? Nachdem sich die Beziehungen zwischen unseren beiden Ländern so gebessert haben, kann eine alte Diplomatin doch nicht nein sagen. Sie kommt eine junge Diplomatin zu solch alten Weisheiten. Alles nur ein bisschen. Vergeh, mir bringt das nichts mehr.